Peter und Anja von Beach Inspector und wir befinden uns gerade im Norden der Insel Mauritius. Wir sind hier in der bekannten Touristen- und Partystadt Grand Bay direkt am öffentlichen Strand. Dieser liegt an der Hauptverkehrsstraße, das heißt, so super entspannend und ruhig ist es hier leider nicht. Dafür habt ihr eine begrünte Fläche den ganzen Strand entlang. Das heißt, ihr könnt hier unter den Bäumen sitzen und ein bisschen Schatten suchen. Das ist auf jeden Fall ganz nett. Dazu muss man sagen, dass der Strand doch ziemlich ansehnlich ist. Ihr habt hier feinsten weißen Sandstrand, türkisblaues Wasser, ein paar Palmen im Hintergrund. Also könnte schlimmer sein, würde ich sagen. Ansonsten, wenn ihr hier seid, solltet ihr auf jeden Fall einmal das Streetfood probieren. Hier gibt es nämlich klassisch mauritische Gerichte wie Biryani und Roti einfach direkt am Strand. Und als Nachtisch holt euch doch einfach mal eine frische Ananas. Genau. Und wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt, hinter uns sind sehr viele Boote. Hier werden vor allem nämlich Glass-Bottom-Boat-Ausflüge angeboten. Ihr könnt euch quasi die Unterwasserwelt vom Boot aus angucken und die hat es in sich. Die ist nämlich wunderschön hier im Norden. Man kann ja auch schnorcheln und tauchen, aber man wird hier quasi mit dem Boot zu den besten Spots gebracht. Denn hier direkt am Strand geht es leider nicht besonders gut. Der Strand an sich, hier kommen sehr viele Einheimische hin mit ihren Familien, und um ein Picknick zu veranstalten oder einfach unter den schattenspendenden Bäumen seine Ruhe zu finden und ein Buch zu lesen. Also wenn ihr einheimischen Flair sucht, dann seid ihr an diesem Strand genau richtig.